meine lieben Friends. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist das ein sehr spontanes Video. Wir fahren nämlich jetzt in einer Stunde nach Berlin. Ich bin zu Hause, ich packe jetzt ganz schnell meine Sachen. Und ja, wir sind übrigens Bühne und ich. Wir beide fahren dahin. Wir nehmen wahrscheinlich noch einen Freund von ihm mit dahin. Und ja, dann sind wir da 2 Tage und ich habe da einen Termin. Das ist eigentlich der Grund, weshalb ich überhaupt nach Berlin fahre. Und dann dachten wir, wir machen so ein kleines Wellness-Wochenende. Und ja, genau. Ich packe jetzt schnell meine Sachen. Mein Zimmer sieht Katastrophe aus, weil ich gerade Sachen bei Winted verkaufe. Ich glaube, jedes Mädel kennt das, die schon mal Sachen da verkauft hat. Mein ganzes Zimmer steht voll. Also mein Bett ist voll. Mein schöner Stuhl liegt voll. Da hinten die Kommode, das ist alles voll mit Klamotten. Und ich würde sagen, wir packen jetzt ganz schnell meinen Koffer zusammen. Und meine Frisur sieht auch ein bisschen Katastrophe aus, aber... Ich weiß nicht, ob ich diesen Pulli verkaufen soll. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, ich mache ja immer Fotos mit den Sachen und ich kann nicht 300.000 Fotos mit denselben Sachen machen. Aber Leute, der ist pink. Ja. Naja, Leute. Und wenn ihr Größe 36 tragt und Hosen braucht, dann schaut vorbei, weil ich verkaufe gefühlt alle meine Hosen. Ich weiß gar nicht, was ich da anziehen möchte. Ich habe immer so ein Packproblem. Also bis jetzt sieht das hier so aus. Das ist mein Nacht... Oh Gott, ich habe meinen Bügel hier in der Hand. Das wird mein Nachthemd sein. Schöne Lounge-Unterwäsche. Alles in grün. Ich weiß nicht, warum ich heute dieses Mal so eine grüne Vibe habe. Da ist meine Schminke drin. Das hier ziehe ich zur Fahrt an. Und zwar ist das so ein richtig cooler... Anzug von Worst Behavior, da habe ich auch die Jacke zu, die liegt hier nur gerade nicht. Unser Proviant, das ist mein eines Outfit für, ich glaube, heute Abend. Und das ist mein eines Outfit für, keine Ahnung, morgen, tagsüber. Ich bin hier jetzt in meinem Outfit. So sieht das Ganze aus. Ich finde den so wunderschön. Günther mag die Farbe nicht, er meinte auch schon, als ich den bestellt habe. Beige ist total hässlich, aber... Ich finde den richtig schön und ich bin mal wieder hier nicht scharf. Und wirklich, Worst Behavior hat wirklich die beste Qualität. Stoff ist einfach so, so dick und ich finde, man sieht das sogar auch, wie dick der Stoff ist. Ich habe meine Tasche gepackt. Den Mac lasse ich hier. Das iPad nehme ich noch mit, weil ich muss noch ein bisschen was für die Uni machen. Ich finde die irgendwie richtig cute. Die habe ich neu von H&M bestellt. So Leute, ich warte gerade darauf, dass Günay und sein Freund rauskommen. Irgendwie ist das Licht hier nicht so toll. Ich glaube, so ist es am besten. Genau, ich habe hier meinen Jogger zum 300. Mal an, den ich sehr gerne mag. Und ich habe uns ja noch so Proviant geholt. Den habe ich hier erstmal an der Seite so verstaut. Und hinten habe ich noch so Powerade für die Boys und dann ja eine Cola Zero. Genau. Und hier vorne ist noch mein iPad, damit ich gleich ein wenig lernen kann. Erstmal nach den Prüfungen, dass ich wieder lerne. Heute ist der, Gott, ich glaube 28. der letzte Tag im Monat. Der 28. Ja, am 23. hatte ich die letzte Prüfung. Also 4 Tage später, 5 Tage später. Das ist okay. 5 Tage später fange ich mal wieder ein bisschen an zu lernen. Jetzt wollte ich nämlich das erste Semester durchgehen. So, wir sind gerade an einer Raststätte und zwar müssen die hier noch Toilette. Weiß nicht, ich glaube, wir fahren nach so 1,5 Stunden. Wäre so viel Lust, muss ich sagen. Emmy, man denkt immer, das geht voll schnell nach Berlin, aber Emmy mit dem Auto dauert es dann doch wieder länger. Hier haben wir mal Günays Outfit. Sieht sehr gut aus. Natürlich ausgekleidet von mir. Ausgestattet, meine ich. Boys Behavior. Zeig mal deine Brille. Günay. Alles okay? Ja, alles super. Alles super. Alles. So Leute, wir sind jetzt angekommen. Warten gerade darauf, dass wir einchecken können. Und wir finden das Hotel eigentlich voll schön. Wir sind im Pullman. Die waren auch noch nicht im Zimmer, ne? Ja, aber die... Das ist der Sicherheitsmann. Wie geht's Ihnen? Gut. Nicht reden, Sie sind einfach nur der Sicherheitsmann. Das ist das Hotelzimmer. Hier bin ich. Ja, keine Ahnung, ich finde aber, wenn die Sachen da stehen, sieht es schon immer so schön aus. Aber ja, schön. Ich kann euch noch mal einmal das Badezimmer zeigen. So. Ich habe mich hier schon ausgebreitet.
ist hier übrigens das Parfum, was ich gerade am meisten benutze, von Givenchy. Und das ist auch wirklich sehr, sehr stark. Also ich benutze eigentlich immer nur einen Sprüher. Vielleicht werden meine Haare nochmal so warm. Das reicht. Und ich muss mich jetzt ganz schnell mal umziehen, weil wir gehen jetzt essen. Und ich werde dich in einem Jogging-Outfit essen gehen. So Leute, ich bin jetzt ready to go. Das ist mein Outfit. Einmal schön gezogen. Gerade noch in einer Bar, haben Cocktails getrunken und jetzt geht's zurück zu uns ins Hotel. Genau, na, keine Ahnung, gucken wir noch einen Film oder so. Ich finde Berlin übrigens richtig schön. Also ich kann mir nie im Leben vorstellen, hier zu wohnen, aber irgendwie so Kudamm die Ecke, keine Ahnung, sind so, weil sie voll so hohe Gebäude und so, voll so modern. I really like. Güne, ich schläft nämlich noch. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gar nicht gut geschlafen. Ich bin voll oft aufgewacht und deswegen, als ich jetzt das letzte Mal aufgewacht bin, dachte ich, egal, ich habe keine Lust mehr zu schlafen. Ich stehe einfach auf. Und ja, ich putze meine Zähne jetzt. Ich war eben schon eine richtig lange Zeit auf Instagram. So Leute, Güne ist mittlerweile auch so ein bisschen wach. Ich habe mich schon geschminkt, aber auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen fertig gemacht. Und ich habe noch eine Schicht Nagellack aufgemacht. Yes. Und ich kann euch jetzt mal zeigen, welche zwei Nagellacke ich immer benutze. Ich vergesse das immer zu zeigen. Und zwar sind das diese beiden hier. Ich benutze immer einmal diesen mehr rosanen zuerst. Und dann den helleren, damit es nämlich nicht so ein extrem krasser Pinkton ist. So, und das erste ist die 26, der rosane, den ich zuerst benutze, eine Schicht. Und dann benutze ich zwei Schichten von dem 28er. Ja, und dann kommt eine richtig schöne Farbe raus, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, aber die ist eigentlich echt schön. So Leute, ich habe mich jetzt einmal angezogen. Das ist mein Outfit. Ich jetzt runter in die Lobby, frage einmal nach einer großen Bettdecke, weil wir haben da so zwei und wir schlafen mal halt so zusammengekuschelt. Und es war irgendwie heute, kann sein, dass das auch ein Grund war, weshalb ich nicht gut schlafen konnte. Ja, und ich frage nach einem Pfefferminztee oder so, weil irgendwie geht's Bühne nicht so gut. Der ist voll schlecht, warum auch immer. So Leute, das ist das, was wir uns bestellt haben. Ich habe hier meinen French Toast und Greenay hat ein Sauerteigbrot mit Avocado, frischiertem Ei und noch ein extra Toast. Ich freue mich so heute. So Leute, ich habe hier noch meinen Tee to go mitgenommen. Wir waren ja eben gerade frühstücken. Güne hat es, glaube ich, nicht ganz so toll geschmeckt, aber er hat ja auch einen bestimmten Magen, also vielleicht jetzt auch ein bisschen daran. Ja, wir fahren jetzt so in Richtung Brandenburger Tor, Gendarmenmarkt, da ist nämlich auch das Management, mit dem ich einen Termin habe. Genau, das ist eigentlich auch der Grund, weshalb ich überhaupt hier bin. Genau. Und Güne hat gerade ein süßes Bild von mir gemacht, hoffe ich zumindest. I've been waiting for you, what's the word, what's the word?
What's the word? What's the word? I've been waiting for you. What's the word? What's the word? What's the word? So, wir sitzen jetzt wieder im Auto. Wir sind eben gerade einmal zum Brandenburger Tor gedüst. Also erst hingegangen und dort haben wir uns den Leimroller genommen, sind zurückgefahren und jetzt fahren wir ins Hotel. Don't keep me